Hi meine Freunde, willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. So, ich habe mich sehr drauf gefreut und ich will jetzt auch eigentlich sofort beginnen, würde ich mal sagen. Da warten wir nicht mehr lange und drücken direkt mal Start. Ja, Uplay, Anmeldung bei Ubisoft. Und wie man gesehen hat am Anfang, Abstergo Entertainment, glaube ich, stand da. Sehr interessant, Abstergo hat mitentwickelt. Gibt es jetzt wirklich Abstergo in echt? Wer weiß, wer weiß. Abstergo entwickelt Spiele anscheinend. Oder macht Filme oder sowas. So, dann zeige ich euch mal hier natürlich ein paar Sachen, würde ich mal sagen. So, natürlich hier Einzelspieler, da werden wir aber gleich gucken. Haben wir hier noch die Mehrspieler und hier können wir natürlich zusätzliche Inhalte kaufen. Und natürlich hier, weil ich ja die PS3 Edition habe, gibt es die Aveline oder Evelyn Episode noch dazu, also 60 Minuten mehr Gameplay. Natürlich kommt drauf an, wie gut man ist oder wie langsam, wie schnell man es macht, dann dauert es halt ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, hier gibt es halt verschiedene Infos. Also ich habe natürlich schon ein bisschen geguckt, aber ich war noch nicht im Spiel selbst. Und ich habe auch verschiedene DLCs für Kostüme, für Waffen und für zwei Singleplayer-Missionen und natürlich hier die Evelyn. Ja, und mit Uplay habe ich schon aktiviert. Ach, und genau, ich habe noch ein Segel, habe ich noch. Ich weiß nicht, wofür das genau jetzt gut sein soll, das Segel. Aber wir sind ja Piraten. Und wir werden wahrscheinlich auch viel segeln. Ich hoffe natürlich, es wird nicht so viel sein. Ich hoffe natürlich, es wird mehr auf dem Land gekämpft. Also das hoffe ich natürlich. So, ich würde sagen, ja gut, die Einstellung, da habe ich schon angepasst. Sound brauchen wir nichts. Okay, Video. Blut natürlich habe ich angemacht. Untertitel lasse ich aus, weil die Sprache ist ja auf Deutsch. Helligkeit habe ich einen höher gemacht. So, dann würde ich sagen, dann passt das so. Und dann würde ich sagen, starten wir den Einzelspieler. Ein neues Spiel beginnen. Ein neues Abenteuer werden wir jetzt starten. Eine neue Ära beginnt. So, neues Spiel starten. Ja, ich bin der Noma. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Oh, hier, wir sind so ein... Ja, das sieht nicht nach wirklich was aus. Ja, wir sollen ans Ruder, aber da drüben habe ich direkt auf dem Schiff einen Assassinen gesehen. Kann ich nicht schneller laufen? Ja, ich würde aber gerne schneller laufen. Ja, mache ich. So, Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie L1, bewegen Sie R, um zu zielen. Drücken Sie dann auf R1, um zu schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Rumpf ist doch, glaube ich, immer vorne, ne? So, man muss natürlich auch immer in die Richtung gucken, wo man hinschießen will. Oh, den haben wir versenkt. Ja, ich habe schon ein bisschen Übung von der Gamescom. Ah, okay. Na gut, das gab's noch nicht. Ah, ich kann auch so lenken, okay. So. Gefahr! Ach so. Ach so, wir fahren in die andere Richtung. Ah, ich verstehe. Ja, ja, ich habe verstanden. Ah, komm, so weit schaffen wir es doch. Schießen wir noch ein bisschen. Ja, den haben wir fast. Ah, diese Dinger, nee, die bringen nichts. So, dann drehen wir mal. Ja, komm, super. Da. Oh, haben wir sie schon? Das ging aber schnell. Das Magazin ist explodiert. Lösch die Flammen. Mach schon, du räudiger Hund. Oh. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens 2. Also gut. Nicht mehr als 2. Versprich es. Oh, gut. Wie können wir denn schneller? Ah, okay, auf R1 können wir schneller. Ja, ich hab's schon gelernt, ohne dass du mir das sagst, Spiel. So, das Ufer erreichen. Natürlich versuchen, nicht ins Feuer zu kommen. Also ich finde, das Wasser sieht eigentlich recht cool aus. So grünlich, wie ich mir halt die Karibik vorstelle. Wow, ist das eine geile Insel. Für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Dich hol ich mir, Früchtchen! Dafür, dass der so angeschlagen war, kann der aber schon ganz schön gut laufen. Oh, wir haben direkt 2 Schwerter. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Sehr gut. Ja, auf dem Schiff, da hätten wir fast den ersten Kampf mit ihm gehabt. Hey, wo ist der? Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist der hin? Oh, er hat schon ein paar Techniken drauf, eines Assassinen. Wo ist der jetzt hingelaufen? Bin ich blind? So, ich bin blind. Wo ist der hin? Wo geht's denn hier hoch? Die andere Seite, okay, jetzt hoch. Geh rum? Nein, geh rum. So nach oben. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo wir hingehen, aber ich gehe einfach mal. Ich will da hoch. Ja, so geht's doch. Ach so, hier ist ein Ausguck. Ah, super. Ah, da sind wieder die Vögel. Und dann können wir immer synchronisieren, als wären wir schon Assassine. Aber ich frage mich immer noch, wo ist der? Wo kann der hingelaufen sein? Ah, da hinten ist er. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Folge mir und du stirbst. Ja, ja. Ich schon sterben. Dann wäre das Spiel aber sehr kurz, ne? So, ich würde dann einfach mal sagen, wir lassen uns zusammen auf das Spiel ein und uns einfach überraschen. Wir könnten uns zusammentun. Ja, Edward will sich mit dir zusammentun, aber wenn du nicht willst... Wo ist er hin? Bin ich blind? Jetzt habe ich ihn wieder verloren, oder was? Wo ist er denn schon wieder hin? Nein, ich will nicht da runter. Geh wieder hoch. Darüber. Komm, wir klettern mal wieder hier hoch und gucken mal wieder über den Ausguck. So. Wenn wir hier synchronisiert haben, dann müssen wir ihn doch eigentlich wiederfinden, oder? Der schießt ja wirklich. Was geht denn mit dem ab? Ah, jetzt dürfen wir den wirklich verfolgen. Ah, die haben sogar Techniken drauf, die wir in Teil 3 hatten. Ah, sehr cool. Komm, gib Gas. Der war doch... verwundet, der kann doch gar nicht so schnell laufen. Das ging aber sehr schnell. Und das soll Assassine sein. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Su más humilde servidor, el Gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. So, aber ich würde sagen, das war's fürs Erste. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.